Hey Leute, heute schauen wir uns mal zusammen das neue LEGO Nexo Knights Magazin an. Das ist die Nummer 22 aus dem Dezember 2017. Sie kostet in Deutschland 3,99 Euro, in Österreich 4,40 Euro und in der Schweiz 7,90 Schweizer Franken. Und in dem heutigen Magazin haben wir sogar vier coole Extras dabei. Wir haben eine Combo Nexo Kraft, dann eine Steinstampfer Minifigur und was ich extrem cool finde, wir bekommen einen Booster vom neuen Nexo Knights Trading Card Game Serie 2 plus noch eine limitierte Karte. Okay, dann holen wir die ganzen Sachen hier mal raus. Die sind hier noch in so einer Umverpackung drin, die können wir hier hinten ganz leicht öffnen. Wobei hier ist wieder der gute Kleber verwendet worden. Aber es geht. Und hier haben wir jetzt einmal den Booster, richtig cool, Serie 2, den schauen wir uns nachher natürlich nochmal ein bisschen genauer an. Dann haben wir hier die limitierte Karte. So, das ist hier der mächtige Aaron, auch die schauen wir uns nachher nochmal ein bisschen genauer an, die sieht schon mal richtig cool aus. Ich bin so gespannt auf die zweite Serie. Und dann haben wir hier natürlich noch die Minifigur, die ist auch mit so einem Kleber hier befestigt. So, die schauen wir uns nachher natürlich auch noch an. Aber bevor wir uns die ganzen Extras anschauen, blättern wir mal kurz ein bisschen durch das Magazin. Hier auf der ersten Seite haben wir natürlich wieder das Inhaltsverzeichnis. Auf der vierten Seite geht es dann los mit dem ersten Extra, dem Steinstampfer. Dann geht das Comic los, das ist auch wieder in zwei Teile aufgeteilt. Dann gibt es natürlich auch viele Rätsel. Zwei coole Poster sind wieder dabei, die werden wir uns natürlich auch ein bisschen genauer anschauen. Dann geht das Comic weiter und zum Schluss gibt es noch eine Verlosung und natürlich die Vorschau auf das nächste Magazin. Und wie gesagt, hier auf Seite 4 haben wir dann das erste Extra, die Minifigur. Hier ist auch eine kleine Aufbauanleitung, wie wir dann den Steinstampfer zusammenstecken. Auf der nächsten Seite geht dann das Comic los, das werde ich natürlich wieder überblättern, weil ich euch da nicht spoilern möchte. Auf der Seite 14 und 15 haben wir wieder ein Spiel, Clays Trainingsplatz. Dazu braucht ihr nur 1 bis 3 Mitspieler, für jeden eine LEGO Nexo Knights Minifigur oder eine andere Spielfigur und einen Würfel. Und hier oben gibt es noch eine kleine Information, wie es funktioniert. Auf Seite 16 haben wir dann das zweite Extra, die Combo Nexo Kraft, super scharfer Chili-Dampf. Und auf der nächsten Seite haben wir dann das Poster, das werde ich mal kurz raustrennen. Und da haben wir auf der einen Seite hier dieses extrem coole Poster von Clays Blasterfalke, wie er gerade gegen den Geröllgroll kämpft. Und hier auf der zweiten Seite, das ist natürlich auch ziemlich cool, hier sind alle Ritter in ihren Kampfanzügen abgebildet in den Battle Suits. Und heute könnt ihr natürlich auch wieder abstimmen, welches Poster findet ihr cooler. Wer bei der Abstimmung mitmachen will, der geht einfach rechts oben auf den weißen Kreis mit dem i, da kommt ihr dann zur Abstimmung und da könnt ihr dann auswählen, welches der beiden Poster ihr cooler findet. Entweder dieses hier mit den Battle Suits oder das zweite hier mit Clays Blasterfalke. Ich muss zugeben, heute ist die Entscheidung gar nicht mal so einfach. Ich bin mal aufs Ergebnis gespannt. Die Abstimmung ist natürlich wie immer freiwillig, anonym und kostenlos. Und hier seht ihr mal kurz das Ergebnis aus dem letzten Magazin. Da habe ich euch auch gefragt, welches Poster findest du cooler? Und das Ergebnis haben wir hier. Robus für alle Fälle bekommt 71% der Stimmen und Aaron 28%. Und das Ergebnis von heute zeige ich euch dann im nächsten Nexo Knights Magazin. Gut, dann schon mal weiter ins Magazin. Hier sieht man dann, dass man das Magazin natürlich auch abonnieren kann. Dann bekommt man das monatlich zugeschickt. Auf der nächsten Seite haben wir dann ein bisschen tolles Spielzeug, alle für einen. Und hier sieht man mal das Schloss Knighten. Und auf der nächsten Seite geht dann das Comic weiter, das werde ich dann wieder kurz überblättern. Auf Seite 30 und 31 kommt dann das nächste Rätsel, Königlicher Irrgarten. Auf der Seite 32, das ist vielleicht recht interessant für alle Trading Card Sammler. Hier ist das zweite Extra, also das Trading Card Game Serie 2 von Nexo Knights. Und hier sind ein paar Informationen eben über die Karten. Und hier unten seht ihr dann auch noch, wo ihr die einzelnen limitierten Karten dann bekommt. Auf der Seite 33 haben wir dann eine kleine Verlosung und auf der Seite 34 gibt es dann die Vorschau auf das nächste Magazin. Das schauen wir uns dann nachher noch an. Und jetzt kommen wir dann zum nächsten Extra, das finde ich ziemlich cool. Von den LEGO Nexo Knights gibt es jetzt eine zweite Serie, also von den Sammelkarten. Hier haben wir auf jeden Fall einmal eine limitierte Karte, das ist die LE2, mächtiger Aaron. Was hier schon mal auffällt, es sind hier keine Bezeichnungen mehr, also der Tempowert, Angriffswert, Powerwert und Abwehrwert, der ist nicht mehr ausgeschrieben, wie es normal sonst bei den Karten immer war.
Aber ich finde, das sieht auf jeden Fall cool aus. Wenn es nicht mehr dran steht, daran muss man sich natürlich erstmal gewöhnen. Aber der Effekt ist schon richtig cool. Ich habe mal hier kurz zum Vergleich eine Karte von der ersten Serie dazu geholt. Hier der ultimative Eren. Und man sieht auf jeden Fall schon einige Unterschiede. Zum Beispiel der Glitzereffekt ist neu geworden. Und eben, ja, dass die Werte oder die Bezeichnungen der Werte nicht mehr dran stehen. Die Symbole sind gleich geblieben. Ebenso die Umrandung der Karten ist gleich. Was sich auch noch verändert hat, ist hier zum Beispiel der Name. Der ist jetzt eben schwarz gedruckt auf weißem Hintergrund. Finde ich auch ziemlich cool. Aber welche Serie jetzt cooler ist, das wird sich wahrscheinlich erst noch rausstellen. Ich finde sie auf jeden Fall beide cool. Vom Glitzereffekt, ja, schwer zu sagen. Wir schauen uns auf jeden Fall jetzt mal den Booster an. So, und hier haben wir jetzt den Booster. So sieht der von vorne aus. Er hat jetzt eine silberne Umrandung und hier steht eben Serie 2. Ich habe hier auch mal kurz einen Booster der Serie 1. Da sieht man halt die Unterschiede. Der neue ist silber und eben, dass hier unten Serie 2 dran steht. Ansonsten ist er recht gleich geblieben. Hier haben wir als Motiv einmal den Clay und Chestro. Und so sehen die von hinten aus. Da schauen wir mal, wie viel es zum Sammeln gibt. In einem Booster sind 5 starke Sammelkarten enthalten. Insgesamt gibt es 170. Davon sind 32 Spezialfolienkarten und 10 super starke Ultrakarten. Vergleichen wir das auch nochmal kurz mit der ersten Serie. Da sehen wir dann, dass es 10 Karten weniger geworden sind. Es sind auch 4 Spezialfolienkarten weniger geworden. Und die Ultrakarten, die sind gleich geblieben. So, jetzt haben wir aber genug verglichen. Jetzt schauen wir mal rein, welche 5 Karten unsere ersten Karten werden. Ah, ich bin schon mega gespannt. So sehen sie von hinten aus. Da hat sich nichts getan, außer dass hier unten 2017 dran steht. Aber ansonsten sind sie gleich. Und hier haben wir noch eine Anleitung, eine Spielanleitung, Spielregeln. Die ist natürlich auch mit dem neuen Motiv. Wir haben eben die Ritter und die Steinmonster. Da können wir mal kurz reinschauen. Eine neue Serie, das ist immer recht spannend. So wird eben gespielt. Hier nochmal von hinten. Puzzlekarten. Puzzlekarten gibt es jetzt auch. Das ist auch ziemlich cool. Okay, und jetzt schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja schon die erste Ultra bei unseren Karten hier dabei. Oh, und hier ist wieder die Glitzerkarte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob eine Glitzerkarte garantiert ist. Ich schaue nochmal kurz. Steht zumindest nichts drauf, aber es ist normalerweise bei den Karten von Blue Ocean immer so, dass eine Glitzerkarte dabei ist. Hier haben wir auf jeden Fall den super starker Merlock 2.0. Sehr, sehr cool, die Glitzerkarte. Weiter geht's dann mit der Wasserspeier. Sehr cool. Hier haben wir Brockner Team. Das ist eine Aktionskarte. Stinkiger Sumpf mit Chestro drauf. Und noch ein Fahrzeug, Lances Doppellanzencruiser. Okay, leider keine Ultra, aber die Karten sind auf jeden Fall ziemlich cool. So, und hier seht ihr die 6 Karten inklusive der limitierten nochmal im Überblick. Ich finde sie auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich cool. Ich bin auch mega gespannt auf die Serie. Es macht auf jeden Fall Lust auf mehr und es wird auf jeden Fall auch noch mehr kommen. So, und jetzt kommen wir dann zum letzten Extra. Das ist hier die Steinstampfer-Minifigur. Die ist hier in so einem Polybag drin. So sieht er von hinten aus. Und wir schauen mal rein, wie viele Teile uns erwarten. Und auch hier ist wieder der gute Kleber verwendet worden. So, okay. Und hier sind einige Teile drin. So, die Tüte ist leer, perfekt. Okay, dann baue ich die mal kurz zusammen. So, fertig. Also hier waren wirklich viele Teile dabei. Der Steinstampfer hat einmal hier ein Blitzschwert in der Hand. Zudem hat er noch ein Fluggerät auf dem Rücken, das sieht man hier ganz gut, mit den beiden Flügeln und hier noch dieser Spitze. Zudem hat er eben noch seinen Helm auf dem Kopf.
Und hier sehen wir die Figur nochmal kurz ohne Zubehör. Sie ist richtig gut bedruckt worden auf Torso, Beinen und auf den Füßen. Zudem sieht man hier eben nochmal den Helm mit den zwei Hörnern. Und von hinten sieht man jetzt auch nochmal die Rückenbedruckung. Und unter seinem Helm hat er noch eine ziemlich coole Gesichtsbedruckung. Und die Figur, die hat sogar noch ein zweites Gesicht, das sehen wir hier hinten. Gut, hier haben wir jetzt noch die Vorschau auf das nächste Magazin. Das erscheint dann am 7. Dezember. Und auch da haben wir wieder vier coole Extras dabei. Wir haben einmal einen Ultrajet. Zudem noch die Combo Nexokraft Schlag der Frostkäfer. Dann gibt es einen weiteren Booster und noch eine weitere limitierte Karte. Diesmal ist es die mächtige Macy. Okay, das war's dann mal soweit mit dem neuen LEGO Next Nights Magazin Nummer 22 aus dem Dezember 2017. Ich fand's ziemlich cool, mir gefallen die neuen Karten. Schreibt mir dazu mal eure Meinung, was ihr von der neuen Serie haltet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.